Als hätten es die Veranstalter geahnt. Der letzte Samstag war der bis jetzt kälteste Tag in diesem Spätherbst. Und da machte das sogenannte Dorfglühen im historischen Dorf in Zwickau so richtig Sinn. Geglüht wurde mit Feuerstellen, Lichterumzug und natürlich mit heißen Getränken. Trotz der Minustemperaturen war das Dorf gut besucht. Sie haben es längst gemerkt, hier läuft etwas falsch. Diese Bildsequenzen stammen natürlich nicht vom letzten Samstag, sondern von der Saisoneröffnung am 7. Mai diesen Jahres. So schnell vergeht die Zeit. Wir hatten das Gefühl, es war erst gestern. Ja, tatsächlich schließt sich unser Jahreszyklus jetzt mit dem Dorf Glühen. Es ist der Saisonabschluss, den wir dieses Jahr das erste Mal auch feiern, so wie wir den Dorffrühling auch zum ersten Mal gefeiert haben. Und ja, nun ist das Jahr zu Ende. Stichwort Jahreszyklus. Was ist denn übers Jahr alles im historischen Dorf passiert? Die Sommersaison ist unsere Hauptsaison, in der wir wieder zahlreiche Besucher da hatten im offenen Angebot, Schulklassen vormittags da hatten, auch andere Gruppen vormittags da, nachmittags da hatten, Ferienprogramme, wunderschöne Ferienprogramme hatten, ein paar Ausflüge. Der weiteste ging bis nach Eisenach auf die Wartburg, wo 500 Jahre Bibelübersetzung dieses Jahr dran waren. Also war wieder eine Menge los und wir stecken schon wieder voll in den Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Was wir in diesem Jahr vermisst haben, war das Herbstbaumeln. Herbstbaumeln ist tatsächlich ein Format, was wir jetzt erstmal dieses Jahr nicht mehr durchgeführt haben. Es ist, hat verschiedene Gründe und es ist erstmal auf Eis gelegt, nicht für immer abgesagt, aber tatsächlich ersetzt das Dorfglühen ein bisschen das Herbstbaumeln jetzt. Am Ende ist die Bezeichnung ja auch nicht so wichtig. Auf den Inhalt kommt es an. Wir haben uns für die Zeit 14 bis 18 Uhr jetzt erstmal entschieden und gucken mal, ob das eine gute Entscheidung war, wo wir 14 Uhr begonnen haben mit Kreativangeboten, also Kerzen ziehen. Jahreszeitlich bedingt haben wir gesagt, ist das eine schöne Idee. Es kann gefilzt werden und es kann ein bisschen weihnachtlicher Schmuck schon hergestellt werden für den Strauß oder den Tannenbaum. Es gibt Musik. Don't you worry, find yourself. Na, das konnte sich hören lassen. Gemütlich war es im Haupthaus. Hier herrschte ein Kommen und Gehen. Draußen war das nicht anders. Jeder hatte so seine eigenen Ideen gegen die Kälte. Etwas Warmes im Bauch half da auf jeden Fall. Die Griller hatten alle Hände voll zu tun. Die Schlange wollte nicht enden. Andere setzten sich an die Lagerfeuer, um sich zu wärmen, und auch Bewegung half, wie man sieht. Am besten mit zwei Fingern an der Schnur. Die wissen Bescheid. So. Ja. Genau. Ruhig schon ein bisschen weiter ziehen. Geht nicht kaputt. Auch wenn man nicht immer ins Schwarze traf, Spaß machte Kindern und selbst Erwachsenen auch das Basteln und das Kerzenziehen. Mal etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, das macht mehr Freude als etwas Fertiges zu kaufen. Wobei dagegen natürlich auch nichts zu sagen ist, wenn es so schön ausschaut wie das hier. So kam buchstäblich jeder auf seine Kosten. Wie sieht es denn allgemein mit dem historischen Dorf aus? Ist jetzt alles soweit fertig?
Wir sind nie fertig. Wir wollen ja auch gar nicht fertig sein. Es gibt immer wieder neue Ideen, neue Dinge, die wir vorhaben. Wir werden weiter an unserer Idee der Außenküche arbeiten. Das ist was, was wir uns schon für dieses Jahr vorgenommen haben. Da hat uns die Wirklichkeit ein bisschen eingeholt. Das hat so nicht geklappt, aber es ist was, was wir unbedingt machen wollen, eine Außenküche bauen. Wir haben wieder tolle Projekte für nächstes Jahr, mit auch wieder in den Ferien und auch wieder Feste und Nachmittage, Familienangebote. Also auch wieder ein sehr üppiges Programm. Seit ein paar Tagen wissen wir, dass es auch einen Nachmittag, den Mittwochnachmittag, nämlich genau mit Bogenschießen geben wird. Also schon wieder alles voller Ideen und wir sind schon ganz aufgeregt. Man spürt es, aber nicht nur die Veranstalter sind aufgeregt und guter Dinge. Man kann es im Hintergrund sehen, das Dorf ist wirklich beliebt. Wir sind immer wieder selber auch berührt und dankbar dafür, dass die Leute uns auch, auch so zahlreich unterschiedliche Leute, die hier immer wieder kommen und das immer wieder auch in so entspannter Atmosphäre annehmen, verweilen, ins Gespräch kommen, die Spieleangebote nutzen, die Kreativangebote nutzen. Wir wissen nicht, warum es funktioniert und freuen uns, dass es funktioniert und stecken auch selber immer sehr viel Herzblut rein und vielleicht ist es die Antwort auf eine sehr freundliche Einladung. Inzwischen war es merklich dunkler geworden und die ersten Lampions wurden angezündet. Der Höhepunkt des Dorfglühens nahte. Jetzt um 17 Uhr wird es eine Lichterwanderung geben mit ein paar Ritzelstationen und abgeschlossen wird der Tag dann mit einer Feuershow ziemlich genau hier an der Stelle, wo ich stehe. Okay, passt auf! Auf dem Weg, da sind Lichterchen versteckt. Lichterchen? Ja! Und in den Lichtern, da sind Rätsel drin. Wow! Ja, da dürft ihr heute mal schlauer als Mami und Papi sein. Das wollten sicher alle, aber Spaß beiseite. Den Lichtumzug begleiteten wir nur am Start, denn um etwas zu sehen und zu filmen, mussten wir das Kopflicht einschalten. Das ist natürlich nicht gerade angenehm für den Gegenüber. Aber die Zwickauer sind freundlich, keiner hat geschimpft. Dennoch wollten wir den Kindern den Spaß nicht verderben und blieben zurück, sodass sie selbst mit ihren Lichtern die Rätsel finden konnten. Das Finale war dann wie angekündigt die Feuershow. Schauen Sie genau hin, der Mann vollführte das Ganze barfuß und im kurzen Hemd. Da kann man nur respektvoll applaudieren.